Nachhaltigkeit für mich ist ein besonderer und viel durchdachterer Umgang mit Ressourcen. Ich bin Julian Lechner, ich bin Produktdesigner und ich produziere mit meiner Firma Kaffeeform Kaffeetassen. Die Idee, alten Kaffeesatz zu neuen Kaffeetassen zu verarbeiten, kam mir im Studium in Italien, wo ich Produktdesign studiert habe. Da ist mir jeden Morgen bei den vielen Espressi, die wir da getrunken haben, aufgefallen, Moment, was passiert da eigentlich mit dem ganzen Kaffee? Wird der nur weggeschmissen? Und von da an habe ich dann kontinuierlich an dieser Idee weitergearbeitet. Dass man aus pflanzlichen Ressourcen neue Produkte kreiert, die aber so alltagstauglich sind, dass sie CO2-schlechter hergestellte Produkte eben auch verdrängen können. Ich hatte einen kleinen Teil an privaten Möglichkeiten, die ich für die ersten Ideen einsetzen konnte und musste mich dabei extremst fokussieren auf die wirklich wesentlichen Dinge. Und dabei konnte ich immer sehr auf die einzelnen Eigenschaften eingehen von einem erfolgreichen Produkt, was nicht so sehr verwässert wie in manchen anderen Firmen, wo sehr schnell Risikokapital von außen einfließt, alles dann wie eine Tomate mit viel Wasser aufgebläht wird, aber dann gar nicht so gut schmeckt und nur von außen schön aussieht. Nachhaltige Unternehmensführung muss sich viel stärker auf den Umgang von Werten, Stoffkreisläufen und sozialen Wirtschaften fokussieren. Ich bin eben sehr davon überzeugt, dass man, soweit man es kann und soweit man Profite weitergeben kann, dass man damit eben auch soziale Projekte und auch lokale Projekte unterstützen kann. Die Schönheit der Natur in all seinen Facetten, das hat die Natur ja schon erfunden. Das können wir als Mensch gar nicht verbessern oder besser sein wollen. Aber wir können uns davon was abgucken und schärfen das Bild dahin, dass sich die Wahrnehmung der Produkte, mit denen wir uns umgeben, dass die auch Naturbezug haben, dass wir ein stärkeres Gefühl für unseren Ursprung haben, dass wir uns nicht so sehr abgrenzen und als was anderes fühlen. Und ich sehe uns ganz stark als Transporteur von was viel Größerem.